Gut, womit ich erstmal beginnen möchte, eigentlich über die Bedeutung des Buddhismus oder als Einführung im Buddhismus, ist auch die Person des Religionsstifters, in dem Fall eben Buddha Shakyamuni. Die Person oder das, was über die Person, die eine Religion gestiftet hat, gesagt wird, sagt sehr viel über den Inhalt dieser Religion oder den Geist dieser Religion aus. Denn es ist keineswegs zufällig, was über einen Religionsstifter gesagt wird. Meiner Meinung nach geht es dabei auch weniger um historische Fakten, sondern es geht um eine Erzählung, die innere Wahrheiten dieser Religion deutlich machen. Die Person des Religionsstifters und die Legende, die sich um ihr Leben formt, sagt etwas darüber, was diese Person gelehrt hat. Also über tiefere Dinge, die man eigentlich äußerlich kaum darstellen kann, weil es sich um geistige Dinge handelt. Aber an der Legende, die sich um diese Person bildet, wird das innere Wesen dieser Person und seiner Lehre eigentlich schon sehr deutlich. Das betrifft nicht nur den Buddhismus, das ist im Christentum ähnlich und in anderen Religionen. Überhaupt ist es so, dass Religionen sich oft in Bildern ausdrücken. Und wenn man das dann quasi als wissenschaftliche Fakte nimmt und wenn das nicht völlig übereinstimmt, das dann verwirft, dann geht man irgendwie an der Sache völlig vorbei. Es handelt sich nun mal um etwas anderes als um wissenschaftliche Fakten, obwohl es meist einen inneren Kern hat. Wenn wir zum Beispiel die Bibel untersuchen, alleine nur darauf, ob es alles wissenschaftlich korrekt ist und ob sich da wirklich das Meer geteilt hat und so weiter, gehen wir ziemlich am Wesen der Bibel vorbei. Denn wahrscheinlich nach meiner Meinung äußert sich auch die Bibel über innere Wahrheiten, über geistige Wahrheiten, die in Bildern ausgedrückt werden, die allerdings etwas zu tun haben mit bestimmten historischen Erfahrungen, die Völker oder einzelne Personen gemacht haben. Und so ist es auch beim Buddha. Der Buddha ist zweifellos eine historische Person, was schon mal was Besonderes im Buddhismus ist. Das höchste Wesen, das man im Buddhismus verehrt, ist ein Wesen, das mal ein Mensch war wie wir selber, das sich dann schrittweise entwickelt hat und irgendwann das geworden ist, was wir Buddha nennen oder der Erwachte oder tatsächlich ein vollkommenes Wesen. Das ist ein bisschen anders als eine Vorstellung, dass dort ein Gott ist, den man nicht weiter hinterfragt, wie er überhaupt Gott geworden ist, sondern der einfach schon immer Gott war. So ist es im Buddhismus nicht. Egal, was man genau über den Buddha sagt, was sein letztliches Wesen ist, auf jeden Fall ist er aus buddhistischer Sicht das höchste Wesen, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und trotzdem ist er ein Mensch gewesen oder ist auch weiterhin ein Mensch, natürlich von anderer Qualität als die meisten Menschen. Aber irgendwann war der Buddha sicherlich mal eine Person genau wie wir oder sogar mit viel mehr Fehlern als wir. Und er hat sich dann über einen stufenweisen Prozess, über einen religiösen Pfad, einen Weg zu dem entwickelt, was ihn dann zu einem sicherlich verehrungswürdigen Wesen oder sogar einem göttlichen Wesen gemacht hat. Und so ist es auch bei Buddha Shakyamuni. In bestimmten Formen des Buddhismus glaubt man, dass der Buddha sowieso schon erleuchtet war, bevor er auf die Welt kam und seinen Lebensweg quasi symbolisch dargestellt hat. Aber das nur am Rande. Grundsätzlich wird erzählt, dass er da ein Prinz war. Siddhartha, manche kennen das ja auch von Hermann Hesse, war sein Name. Und ich glaube nicht unbedingt, dass er der Sohn eines Königs war, sondern historisch gesehen war er wahrscheinlich der Sohn eines Fürsten. Aber das Symbol des Prinzen ist eben sehr tiefgründig. Ein Prinz, auch wie es im Märchen ist und so weiter, ist halt eine Person, die ein außerordentliches Potenzial hat, ist der zukünftige Herrscher. Natürlich geht es hier um innere Herrschertum oder geistiges Herrschertum. Aber wenn der zukünftige Buddha als Prinz bezeichnet wird, deutet das schon an, dass er von Anfang an ein hohes Potenzial hatte. Aus buddhistischer Sicht würden wir sagen, dass er schon aus früheren Leben sehr viel Positives mitbrachte und deshalb in diesem Leben dann voll herangereift war zu seiner hohen geistigen Position. Auf jeden Fall wird äußerlich einfach gesagt, er war ein Prinz. Und es heißt, dass er bei seiner Geburt ein sogenannter Seher, also jemand, der Prophezeiungen durchführen kann, gebeten wurde von den Eltern, den Körper des Kindes zu untersuchen und zu sagen, was aus dem Kind wohl werden würde. Und das heißt, dieser Seher war sehr erstaunt und er stellte fest, dass dieses Kind entweder ein großer Herrscher werden würde oder ein großer Religionsführer. Das sind zwei Lebenswege, die wir sozusagen auch symbolisch im Leben gehen können. Wir können den Weg der Macht und auch des Geldes und des Einflusses, des Egoismus und so weiter gehen. Oder wir können den spirituellen Weg gehen, der genau das Gegenteil sozusagen ist, das Abbauen von Egoismus und Selbstbezogenheit
wo man nicht so viel Wert legt auf Macht, zumindest nicht zum eigenen Nutzen und auch nicht auf Geld und solche Dinge. Das sind die zwei großen Lebenswege. Bei den meisten von uns vermischt sich das ein bisschen, aber es gibt grundsätzlich Typen, die mehr in die eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Und der Siddhartha hatte damals das Potenzial, offenbar in beiden Richtungen etwas Großartiges vollbringen zu können. Und sein Vater, wie Väter oft sind, hatte nicht so viel Interesse daran, dass er ein großer Religionsführer wird, sondern er wollte, dass der Sohn im Weltlichen etwas wird, so richtig etwas Pragmatisches tat und genau das Gleiche werden würde wie er selber oder sogar noch mehr, eben ein Herrscher werden würde. Der Vater ist dabei auch meiner Meinung nach ein Symbol. Es ist oft so, dass die Gesellschaft es gar nicht so gerne sieht, wenn wir allzu religiös werden oder wenn wir es wirklich zu ernst nehmen mit einem spirituellen Pfad. Natürlich wird es allgemein gerne gesehen, wenn man ein religiöses Bekenntnis hat, aber wenn man es allzu ernst nimmt, dann wird es gefährlich oder das mögen einige gar nicht so gerne sehen. Das sehen wir im Lebensweg von Jesus übrigens ganz genauso. Als Maria kam und Jesus holen wollte, war das bestimmt auch so, dass sie dachte, was macht mein Sohn da? Rennt rum und hält Predigten und so weiter, soll mal lieber zurückkommen und Tischler werden und gutes Geld verdienen. Auf jeden Fall ist eine gewisse Dynamik in der Gesellschaft vorhanden, dass man Leute etwas davon zurückhält, es allzu ernst zu nehmen mit der Religion, sondern mehr so im Rahmen des Allgemeinen zu bleiben, des gesellschaftlichen Rahmens. Und dafür steht der Vater des Buddha. Was hat er getan, um seinen Sohn davon abzuhalten, nun sehr spirituell zu werden? Er hat ihn umgeben mit allen Annehmlichkeiten der Zeit, mit dem, was wir heute halt Konsum nennen. Das heißt, der Buddha hätte als Kind eben niemals etwas Hässliches gesehen. Er war ständig umgeben nur von Annehmlichkeiten. Sobald Blumen welkten, wurden sofort neue hingestellt. Es waren immer Tänzerinnen da, es wurde Musik gemacht. Aber eines war sicher, er durfte nie aus dem Palast heraus. Das heißt, sein Vater hielt ihn quasi im Palast gefangen. Dieser Palast ist natürlich auch ein Bild für etwas, nämlich der Palast steht für ein Leben im Schein sozusagen. Es ist einerseits auch wieder der Aspekt der Konsumwelt sozusagen, wie wir sie heute kennen. Auch viele Jugendliche in unserer Zeit wachsen in einer solchen Umgebung auf, wo sie umgeben sind von allen möglichen Annehmlichkeiten und Ablenkungen, sodass sie niemals das wahre Leben sozusagen sehen. Sobald etwas unangenehm wird, wird sofort eine neue Ablenkung hervorgebracht. Und wenn es damals schon Kabelfernsehen gegeben hätte, hätte der Bruder sicher auch 36 Programme gehabt und sein Vater hat alles getan, um ihn nur mit scheinbaren Annehmlichkeiten zu umgeben, damit er bloß nicht auf die Idee kommt, vielleicht einen spirituellen Weg einzuschlagen. Aber genau wie wir sehen, dass heute auch Jugendliche nach wie vor irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie die Unbefriedigung bemerken davon, dass man einfach nur durch äußere Sinneseindrücke und Ablenkung und Annehmlichkeiten und so weiter sein Leben verbringt. Genauso war es natürlich auch im Leben von Siddhartha. Es scheint sogar so zu sein, wenn man jemanden überfüttert sozusagen mit diesen Annehmlichkeiten, dass er irgendwann auch die Nase davon quasi voll hat und einen ganz anderen Weg einschlägt. Das sieht man auch in unserer Gesellschaft, zumindest einige auch irgendwann bemerken, dass das unbefriedigend ist. Vielleicht muss man sogar erst die Möglichkeit haben, all diese Annehmlichkeiten zu genießen, bevor man dem wirklich völlig darauf verzichten kann oder zumindest dem keinen großen Wert mehr beimisst. Natürlich in armen Ländern und so sehen wir, dass die Leute oft zufriedener sind als wir. Aber ich weiß nicht, was passieren würde, wenn sie die Möglichkeit hätten, das Gleiche zu genießen wie wir. Vielleicht würden sie dann genauso davon abgelenkt sein. Wir haben aber die große Chance, dass wir schon erlebt haben, wie es ist, zumindest die meisten von uns, wenn man alle äußeren Annehmlichkeiten genießt und dass trotzdem im eigenen Geist keineswegs Zufriedenheit auftritt, sondern eher Unbefriedigung und dass es nach wie vor alle möglichen Probleme im eigenen Leben gibt. Und so war es auch für den heranwachsenden Buddha. Er hatte natürlich eine Neugier, was eigentlich außerhalb dieses Scheinlebens, außerhalb des Palastes existierte. Diese Mauern um den Palast, die müssen wir uns quasi als Wahrnehmungsmauern vorstellen. Es heißt in der Legende, er hätte niemals Alter, Krankheit und Tod gesehen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt wirklich so ist. Ich glaube, dass er es nie bewusst gesehen hat. Mauern stehen oft auch psychologisch gesehen für Wahrnehmungsbarrieren sozusagen, dass man eine Sache nicht durchschaut, dass man es nicht sieht.
Wir kennen auch bei uns viele Leute, die vielleicht sogar im Krankenhaus arbeiten und jeden Tag Alter, Krankheit und Tod sehen, aber sie sehen es nicht richtig. Sie beziehen es nicht auf sich selber, sie verstehen es nicht existenziell sozusagen. Es macht keinen besonderen Eindruck auf sie. Sie nehmen natürlich wahr, dass da Leute sterben, alt werden und krank werden, aber sie verstehen nicht, was das mit ihnen zu tun hat. Vielleicht verstehen sie es intellektuell, aber es macht keinen besonderen tiefen Eindruck auf sie. Aber manchmal gibt es Tage, wo wir plötzlich das Gleiche sehen, was wir schon unser ganzes Leben gesehen haben. Und es macht plötzlich einen sehr, sehr tiefen Eindruck auf uns und verändert unser ganzes Leben. Wir haben diese Sache schon 100-mal gesehen und plötzlich nehmen wir wahr, was sie eigentlich bedeutet. Und so war das eben auch, symbolisch gesehen, hat der Prinz eben bei Nacht und Nebel gegen den Wunsch seines Vaters den Palast verlassen, auf heimlichen Ausfahrten zusammen mit seinem Kutscher. Und es heißt, dass er dann eben nacheinander auf einen Alten, einen Kranken und einen Toten traf und davon sehr beeindruckt war. Wir müssen uns das vorstellen, in Indien, wenn man einen Kranken sieht, dann sieht man ihn oft direkt an der Straße liegen, in all dem Schmutz der Krankheit und den Schmerzen und so weiter. Das ist nicht so verborgen wie bei uns meistens, sondern das kann man dann sehr direkt sehen. Und er fragte eben, wie gesagt, so nach der Legende hatte er das noch nie gesehen, und er fragte seinen Kutscher, was ist denn das? Und da sagte der Kutscher, das ist ein Kranker. Dann fragt er ihn, werde ich auch mal krank werden? Und der Kutscher sagte, ja, natürlich, jeder Mensch wird irgendwann auch mal krank. Auch wenn du jetzt ein junger, hübscher, gesunder Prinz wirst, irgendwann wird auch dich die Krankheit ereilen. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht mal sehr krank wird. Und dann ist er in den Palast zurückgekehrt und hat darüber nachgedacht. Und ein andermal trieb es ihn wieder hinaus und er sah dann einen alten Menschen. Und man kann sich vorstellen, auch in Indien werden auch alte Menschen, sind meistens nicht in der Lage, sich so auszuschmücken, wie das bei uns da möglich ist, sondern man sieht ganz direkt, dass die Haare erbleicht sind und dass die Zähne ausfallen und der Rücken krumm wird und so weiter, die Sinne unscharf werden und so weiter, Sprache unklar. Und er fragte dann den Kutscher, was das sei. Es hieß ja, er hätte noch nie so etwas gesehen. Und da sagte der Kutscher, er sei ein alter Mensch. Da fragt er ihn, was bedeutet das, alt zu werden? Werde ich auch mal alt werden? Und da sagte der Kutscher zu ihm, wenn du überhaupt lange lebst, dann wirst du auch irgendwann alt werden. Und er war auch entsprechend schockiert über das, was er gesehen hatte. Und es gab dann noch eine dritte Begegnung, da sah er einen Leichnam. In Indien werden die Leichname eigentlich ziemlich öffentlich durch die Gegend getragen, zur Begräbnisstätte oder Verbrennungsstätte oder was immer. Und er sah diesen regungslosen Körper. Und er fragte den Kutscher, was das denn sei. Und da sagte er, das ist ein toter Mensch, das ist ein toter Körper. Und da fragte er ihn, was bedeutet das, tot, werde ich auch mal sterben? Und da sagte der Kutscher zu ihm, ja, jeder, der geboren wird, wird auch sterben, das ist ein festes Gesetz. Auch du, hübscher, junger, gesunder Prinz, wirst irgendwann sterben. Und er ging in den Palast zurück und mit modernen Ausdrücken würden wir sagen, er hatte wohl eine Art Depression oder so. Er war in einer Lebenskrise, war ziemlich durcheinander. Natürlich glauben wir, dass der Buddha diese Erfahrung schon vor vielen Leben gemacht hat und uns nur demonstrativ nochmal darstellt, aber trotzdem sollten wir das ernst nehmen. Er ging in den Palast zurück und fragte sich, welchen Sinn das Leben überhaupt noch hat, wenn am Ende des Lebens sowieso Alter, Krankheit und Tod steht. Das ist eine grundsätzliche Frage, die sich auch uns oft stellt. Ich weiß nicht, warum Sie hier sind, aber wenn Sie noch kein Leiden im Leben festgestellt haben, würden Sie bestimmt nicht hierher kommen am Sonntagnachmittag, sondern es ist wahrscheinlich ein gewisser Leidensdruck da, der bei jedem dadurch entsteht, dass er irgendwann seine Illusion darüber, dass das Leben nur angenehm ist und dass alles so läuft, wie das vielleicht in Hollywood dargestellt wird, dann irgendwann aufgeben muss. Meistens tritt das damit ein, dass man selber vielleicht eine schwere Krankheit hat eben, oder dass einen ein Partner verlässt, oder dass ein naher Bekannter oder Freund stirbt, oder man selber in Lebensgefahr ist, da kommt plötzlich ein intensives Infragestellen der Art und Weise, wie man bisher gelebt hat. Das ist eine Lebenskrise. Aber diese Lebenskrise stellt einen starken Wert dar, wenn man sie bewusst wahrnimmt, weil tatsächlich, was durch diese Lebenskrise ausgelöst wird, ist, dass ein illusionäres Weltbild und ein illusionäres Bild darüber, wer man selbst und die anderen ist, in sich zusammenbricht. Das ist äußerst unangenehm, weil man hatte große Hoffnungen. Man dachte, man kann, ja, oft haben wir die Vorstellung, wir könnten unser Leben so verbringen,
Wir gründen eine Familie, haben einen schönen Beruf, verdienen gutes Geld, haben ein schönes Haus und dann bauen wir um alles herum eine ganz große Mauer und dann kann die Welt nicht mehr da eindringen sozusagen. Und wir leben bis ans Ende unserer Tage glücklich. Was dann nach am Ende unserer Tage ist, interessiert uns sowieso nicht so stark. Aber irgendwie ist es dann ein für alle Mal alles klar, alles sicher. Es wird sich nie wieder was verändern, obwohl das möchten wir eigentlich auch nicht. Ein bisschen verändern muss sich schon, aber auf jeden Fall nicht so, dass es unsere Träume irgendwie zerbricht. Aber wie gesagt, das Leben ist so nicht, sondern das ist eine reine Illusion. Das Leben ist völlig veränderlich, unsicher. Solange wir meinen, wir könnten Glück erlangen, indem wir alle Dinge festschreiben und ein für alle Mal an uns binden und meinen, da wäre ein ganz festes Ich, das jetzt irgendwelche festen Attribute hat, mit denen es sich schmückt und ein für alle Mal damit ausgestattet ist, solange wird das Leben immer katastrophal ausgehen. Wir können sogar von Glück sagen, wenn irgendwann eine Katastrophe in unser Leben eintritt, dass uns dieses illusionäre Selbstbild kaputt macht, weil wir werden sonst noch größere Katastrophen nachher erleben, weil wir sind nicht im Einklang mit der Realität. Wir leben im reinen Wunschträumen. Und da die Welt nun mal nicht so ist, das ist nicht der Fehler der Welt, sondern es sind unsere Ansprüche an die Welt, die das eigentliche Problem ausmachen. Unsere geistige Einstellung macht die Leiden aus. Die Welt ist so, wie sie ist. Sie ist nicht an sich negativ oder positiv, sondern wir werden sehen, sie kann beides sein. Sie kann Sansara sein oder Nirvana sein. Das sind nicht verschiedene Orte oder das eine der Himmel und das andere die Hölle oder so, sondern es sind Geisteszustände letztlich. Und das, was der Buddha damals erlebte in dieser Krise, dadurch schaute er plötzlich, was Sansara bedeutet. Vorher lebte er halt in völliger Illusion, wie viele junge Leute mit Träumen und Hoffnungen und unbewusst dahin. Plötzlich sah er Alter, Krankheit und Tod und wurde konfrontiert damit, mit der Frage, welches Sinn kann das Leben angesichts dieser Fakten haben? Und für ein egozentrisches Leben hat es keinen Sinn, dann, weil für das Ego ist das die völlige Katastrophe. Der Tod, das Alter, die Krankheit bedeutet das Zerschlagen all der Hoffnungen und Wünsche, die man nun mal normalerweise hat in einem egozentrischen, unwissenden Leben sozusagen. Aber es kann, wie gesagt, der Beginn einer höheren Weisheit sein, wo man langsam merkt, es gibt eine ganz andere Betrachtungsweise der Welt und von sich selber und dass dann tatsächlich das Leben durchaus seinen Sinn hat oder vielleicht sogar ein glückseliges Leben sein kann, viel besser als das, was man jemals geführt hat. Aber dazu braucht es einen kompletten Perspektivenwechsel sozusagen. Was dieser Perspektivenwechsel ist, das ist natürlich sehr, sehr tiefgründig. Das ist der Mittelpunkt der buddhistischen Philosophie. Da müssen wir uns länger mit beschäftigen als an einem einführenden Vortrag. Aber grundsätzlich verspricht der Buddhismus oder der Buddha selber aus seiner persönlichen Erfahrung, dass wenn man sich auf diese Krise einlässt und sich deutlich macht, wie leidhaft ein Leben ist, das sich so ausgerichtet hat auf egozentrische Ziele zur Erhaltung sozusagen des Status quo, dass dann, wenn man sich das wirklich eingesteht, es möglich ist, da herauszukommen und sogar eine echte Lösung der Probleme zu finden, eben im Nirvana, was genau das Gegenteil davon ist. Sansara ist eben dieser Zustand völliger Unsicherheit und Unbefriedigung, wo man immer wieder irgendetwas erlangt, sofort merkt, dass es nicht genügt, wieder etwas Neues haben muss, oder wo man etwas hat und es einem wieder genommen wird und so weiter. Ein ständiger Kreislauf von Unbefriedigung, den der Buddha damals wahrnahm, als er Alter, Krankheit und Tod durchschaute. Aber es heißt, er nahm dann als viertes einen Mönch wahr, der, obwohl er diese Dinge wusste, relativ ruhig seiner Wege ging. Und er dachte sich, wenn es überhaupt einen Ausweg gibt, dann muss das irgendwie in dieser Richtung liegen. Das heißt nicht, dass jeder Mönch werden sollte, wie es der Buddha dann tatsächlich gemacht hat, sondern dieses Mönchsein selber ist auch ein Symbol. Es bedeutet, dass man grundsätzlich sich klar macht, dass man kein Glück erlangen kann, indem man nur solchen egoistischen Zielen hinterherläuft oder indem man nur Dinge ansammelt oder Wissen ansammelt oder was immer, sondern dass man sich davon lösen muss und auf einen Weg gehen, wo man gerade diese Egozentrik überwindet. Eine ganz andere Dimension, eben die religiöse Dimension. Das nennt man Entsagung. Und tatsächlich nennt man das Entsagung, als der Buddha den Palast verließ, Mönch wurde und dann herumwanderte in Indien bei verschiedensten Lehrern und schließlich den Lehrer immer schnell überlegen war und sich dann irgendwann entschloss, sich unter den Erleuchtungsbaum, den Bodhi-Baum zu setzen
und sich schwor, nicht eher wieder aufzustehen, bevor er nicht die Lösung seiner Frage, die sich damals stellte, als er mit Alter, Krankheit und Tod konfrontiert war, gefunden hatte. Denn die Erleuchtung ist nichts anderes als sozusagen das Durchschneiden dieses Knotens oder dass man eine ganz andere Perspektive findet angesichts dieser Fakten. Das heißt, dass er mehrere Jahre natürlich dazu zubrachte. Und wir glauben als Buddhisten eigentlich, dass der Buddha über viele, viele Leben hinweg die Weisheit und die Kraft angesammelt hat, um diese Dinge zu verstehen und schließlich in der Meditation auch direkt zu erfahren. Aber auf jeden Fall gab es einen konkreten Punkt, wo er dann tatsächlich ein Buddha wurde und das Nirvana erreichte und damit auch eine direkte Erfahrung der eigentlichen Realität brachte. Und damit eben, man kann nur verstehen, was er in der Nacht dieser Erleuchtung erlangt hatte, wenn man vorher verstanden hat, was eben das Leiden im Sansara bedeutet, was ich ein bisschen dargestellt habe, eben mit Alter, Krankheit, Tod und vielen anderen Leiden, auch geistigen Leiden wie Unsicherheit und Unbefriedigung und so weiter. Kann ich auch in der zweiten Sitzung noch ein bisschen drüber sprechen. Aber man kann den Begriff Nirvana nur verstehen, wenn man Sansara völlig verstanden hat. Und man kann auch nur ein echtes Streben nach Nirvana entwickeln oder überhaupt nach spirituellen Zielen, wenn man relativ gut verstanden hat, was Leiden und Sansara bedeutet. Deshalb hat der Buddha so viel über Leiden gesprochen, was im ersten Moment so negativ klingt. Aber man kommt nicht drum herum, wenn man möchte, dass jemand ein höheres Glück erlebt, dass er zunächst das Leiden erkennt. Das ist übrigens in der Therapie ganz genauso. Jeder Therapeut wird Ihnen sagen, nur wenn ein gewisser Leidensdruck da ist und ein Verständnis für das Leiden, das man hat, nur dann wird sich jemand auf den Weg machen zu höherer Gesundheit oder gesund zu werden oder sogar weitere geistige Ziele zu erreichen. Es gibt keinen anderen seriösen Weg, jemanden zum wirklichen Heil zu führen, als dass man ihm zunächst die Probleme seiner derzeitigen Lage deutlich macht, so dass er sich dann danach sehnt, eine echte Lösung zu finden. Und deshalb wird in der Lebensbeschreibung des Buddha zunächst deutlich gemacht, was das Leiden ist. Und dann wird am Ende aber auch deutlich gemacht, dass es einen Ausweg aus diesem Leiden gibt. Eben das, was der Buddha dann im Nirvana unter dem Bodhibaum fand. Er hat dann noch über 40 Jahre gelebt und hat seine Lehre, die er gefunden hatte, zur Überwindung des Leidens sehr genau ausgeführt. Wir haben zahllose Schriften, die direkt auf ihn zurückgehen. Er hat zwar nicht geschrieben, aber es ist später dann zusammengefasst worden. Und seine Lehre hat sich dann weiter verbreitet, von Indien zunächst in Länder wie Burma und Sri Lanka und Thailand und in der sogenannten Hinayana-Form, später in der Mahayana-Form, auch nach China, Vietnam, Korea, Japan und ziemlich spät nach Tibet, im 7. Jahrhundert nach Tibet. Auf jeden Fall der Ausgangspunkt dieser, man muss eigentlich sagen, Buddhismen, die es da gibt, liegen alle in der Erfahrung, die der historische Buddha damals gemacht hat. Und sie liegen alle in dieser existenziellen Grundfrage, die man durch sein Leben verstehen kann. Es kommt eigentlich darauf an, dass man das Leben, wie der Buddha es geführt hat, innerlich durchgeht und auf sich selber überträgt. Natürlich ist man vielleicht nicht als Prinz geboren, aber doch sind diese im Grunde sind wir alle irgendwo als Prinzen geboren, weil wir sind nach buddhistischer Auffassung alle potenzielle Buddhas. Wir haben also das volle Potenzial, das der Buddha auch hat. Nur wir nehmen das nicht so recht wahr. Diese Lebensgeschichte wird in 12 Bildern dargestellt. Hier sehen wir die nacheinander, diese kleinen Tankas, die dort hängen. Ich kann es jetzt eben nicht im Einzelnen beschreiben, aber dort wird eben deutlich gemacht, wie der Buddha in diese Welt kommt und dann wie es diese Prophezeiungen gibt, wie er dann im Palast lebt zunächst und in Saus und Braus lebt, aber dann eben seine Begegnung mit Alter, Krankheit und Tod hat, die Entsagung durchführt, Mönch wird und dann mit den Dämonen kämpft, wie es heißt. Diese Dämonen werden äußerlich als Wesen dargestellt. Die wesentlichen Dämonen oder Mara, wie es im Buddhismus heißt, sind aber die inneren Störungen des Geistes, mit denen man in der Meditation halt entsprechend kämpft und bis man sie vollständig überwindet. Dieser Kampf mit den Dämonen gibt es auch im Islam und auch im Christentum. Wenn wir sehen, wie Jesus in der Wüste mit dem Teufel quasi kämpft, auch das ist genau das Gleiche letztlich. Und dann kommt es eben zur Erleuchtung. Und nach der Erleuchtung kommen dann noch Darstellungen, wie er über 40 Jahre hinweg lehrt und seinen Orden und auch die Laiengemeinde anwächst.
und er schließlich dann ins Paranirvana eingeht. Gut, vielleicht lasse ich es für die erste Sitzung in groben Zügen dabei, eben über die Lebensgeschichte des Buddha und ihre innere Dynamik oder Bedeutung. Man könnte jedes einzelne Symbol dieser Lebensgeschichte genau durchgehen und wird da wirklich sehr viel finden an innerer Bedeutung und Symbolik. Aber ich will es jetzt auch nicht zu weit treiben. Und wenn Sie Fragen haben oder irgendwas dazu sagen möchten, fragen Sie bitte. Kann auch was anderes sein. Irgendwas. Sie sprachen die Therapie an. Und naja, in vielen Therapierichtungen, die jetzt so ja, die Schulmedizin, sprich von der Freud'schen Tradition her, ist das Ideal, was dann angestrebt werden soll, ja letztendlich noch lange keine Befreiung in dem Sinne, sondern noch recht tief angestuft. Also im Grunde noch nur in der Normalität mit anderen normal kommunizieren zu können. Mhm. Und ich weiß nur vage davon, dass in der neueren Strömung eben auch eingeflossen ist, also aus dem Buddhismus Einflüsse reingekommen sind, also in der Gestalttherapie besonders. Und gibt es da irgendwie besondere Erfahrungen bei Ihnen auch jetzt, diese Vermischung? Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Psychoanalyse tatsächlich, wie Freud es selber gesagt hat, zunächst sehr begrenzte Ziele aus buddhistischer Sicht hat. Ne? Freud hat selber gesagt, es kommt darauf an, dass man arbeiten und lieben kann. Das wären sozusagen die Grundziele. Oder er hat einmal gesagt, die Psychoanalyse kann eben aus dem neurotischen Leiden das normale Leiden des Daseins machen. Das wäre sozusagen das höchste Ziel. Erstmal ist das relativ realistisch. Ich sagte ja, wir müssen erstmal wahrnehmen, dass das Leben Leiden ist. Und Freud hat da keine großen Illusionen gegeben. Trotzdem glaube ich nicht, dass er diese tiefen Erfahrungen des Geistes hat, wie es eben aus der alten indischen Tradition vorhanden ist. Und wie Sie genau sagen, es gibt jetzt Strömungen, die das sehr ernst nehmen, dass es möglich ist, dass der Geist sich doch zu noch viel weiter entwickelt als einfach nur dem normalen Leiden des Daseins, die sogenannte transpersonale Richtung, die jetzt stärker wird und eben auch in der Gestalttherapie. Das ist tatsächlich sehr ernst zu nehmen und dort die alte indische Tradition, damals in Indien war es sozusagen gesellschaftlich sehr angesehen, wenn man sich mit geistigen Dingen beschäftigt und mit geistigen Entwicklungen. Und die größten Geister im alten Indien haben sich damit beschäftigt und haben entsprechend viel tiefere Erfahrungen gemacht, als wir das in der kurzen Tradition jetzt hier der Psychologie im Westen sozusagen erlangen konnten. Ich glaube aber tatsächlich, dass umgekehrt die Therapie für Buddhisten gerade im Westen große Vorteile hat auch, weil eben durch die Therapie die eigenen quasi Oberflächenstrukturen und Muster deutlich gemacht werden können. Und man kann sich ja auch bei der Praxis des Buddhismus was vormachen, indem man den Buddhismus wiederum benutzt, eigentlich für, was in der Therapie narzisstische Ziele heißt. Also quasi, dass die beeinflusst. Vielleicht sogar neurotisch teilweise. Nicht, weil der Buddhismus neurotisch ist, sondern gerade auch westliche Charaktere benutzen den Buddhismus auf eine bestimmte Art. Wir leben zum Beispiel in einer Leistungsgesellschaft, entsprechend wird der Buddhismus wie so eine Art Leistungssport verstanden teilweise. Wie erlange ich möglichst schnell die Erleuchtung? Wobei es natürlich um das Ego geht, nicht um die Erleuchtung besteht eigentlich darin, eine ganz andere Sicht der eigenen Person zu kriegen. Jetzt benutzt man sein normales Selbstbild und benutzt den Buddhismus als weiteres Schmuckstück sozusagen dafür. Oder aber im Westen gibt es sehr viel Selbstablehnung. Und dann benutzt man bestimmte Aspekte des Buddhismus, wo es um die Überwindung des Stolzes geht, um sich selber noch weiter runterzumachen. Oder so. Oder andere sind eben sehr vom Kopf gesteuert und versuchen durch das hohe Intellektualität des Buddhismus so das ganze komplette System zu erfassen und dann auf alles eine Antwort zu haben. Und quasi vom Kopf her ist dann alles ganz klar, aber ihre Persönlichkeit wird gar nicht davon beeinflusst. Diese Dinge aufzudecken in der Therapie ist sehr nützlich für Buddhisten, damit sie dann später tiefer in die Meditation reingehen können
und dann mit Sicherheit Ebenen finden, die in der Therapie bisher, zumindest in der Psychoanalyse, nicht deutlich gemacht werden. Aber die Gestalttherapie ist eigentlich nach oben völlig offen. Es geht einfach nur darum, das sogenannte Hier und Jetzt wahrzunehmen. Das haben wir eben auch ein bisschen versucht. Ich war übrigens letztes Wochenende gerade in Berlin auf einem Gestalttherapie-Kongress und habe über den Ich-Begriff im Buddhismus gesprochen. Ich bin selber auch Gestalttherapeut, ich habe die Ausbildung gemacht. In der letzten Ausgabe unserer Zeitung habe ich auch darüber geschrieben, was ich darüber denke. Aber da kann ich eben erkennen, diese Gestalttherapeuten, gerade das ist auch wirklich eine Sache der letzten Jahre, sind immer mehr interessiert, wirklich was vom Buddhismus zu hören. Früher war es grundsätzlich für sie interessant. Der Gründer der Gestalttherapie hat sich am Rande mit Buddhismus beschäftigt. Aber in den letzten Jahren ist es viel ernster geworden und auch viel mehr Respekt da. Es ist nicht mehr so eine etwas seltsame Begleiterscheinung. Zum Beispiel mein Freund, der sich sehr viel mit Buddhismus beschäftigt und selber ein Institut für Gestalttherapie leitet, hatte in den letzten Jahren zunächst gewisse Schwierigkeiten gekriegt, weil er es eben, wie ich schon sagte, zu ernst genommen hat mit der Spiritualität. Aber jetzt scheint sich das ein bisschen so anzugleichen, dass er wieder entsprechendes Ansehen bei seinen Kollegen kriegt und es nicht mehr als verrückt angesehen wird, wenn man von Erleuchtung spricht. Ne? Allerdings werden wir nicht alle sofort die Erleuchtung erlangen, sondern mit Dharma versucht man ja auch schrittweise seinen Geist zu entwickeln. Und da gehen die Ebenen von Therapie und Buddhismus auch ineinander über. Nur auf den endgültigen Ebenen werden wir nur in der Religion allgemein Antworten finden. Zum Beispiel die Frage des Todes wird in der Therapie nicht befriedigend behandelt. Ne? Das zumindest ist fast gar kein Thema, auch bei Freud nicht. Sondern es geht erstmal darum, um die Strukturen unseres normalen Lebens zu erkennen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja? Also ich habe mir immer vorgestellt, dass das Motiv, also Buddhaschaft zu erreichen, dass das Motiv Hingabe sein muss. Mhm. Und dass dieser Zustand auch nur durch Loslassen des Ichs, also durch Hingabe, erreicht wird. Mhm. Aber ich habe Ihnen jetzt aufmerksam zugehört und da hört sich so an, wie wenn Buddha das eben doch wollte. Da war ein starker Wille, ein starker Motiv. Mhm. Wenn es bei Buddha klappt, wieso klappt es dann bei mir nicht? Ja, wir müssen ja die Begriffe ein bisschen sondieren. Nicht jeder Wunsch oder jeder Wille ist etwas Negatives. Hm? Wenn wir zum Beispiel von Begierde sprechen, meinen wir nicht, dass man überhaupt irgendetwas möchte. Zum Beispiel die Erleuchtung zu wollen, ist durchaus in Ordnung. Ist sogar der Ansatzpunkt. Man wird sie nie anders erlangen können. Irgendwann erlebt man Leiden und sagt sich, das ist unbefriedigend, ich möchte was anderes erreichen. Und dann möchte man im Moment erstmal ziemlich egohaft wahrscheinlich auch, man möchte das Leid loswerden und die Erleuchtung erlangen. Wenn man dann schrittweise sich weiterentwickelt auf dem Pfad, gibt es Ebenen, wo das, was man im Moment sich unter dem Ich vorstellt, sich relativiert und man sich anders wahrnimmt. Und dann kommt so etwas wie völlig unegozentrische Wünsche dabei raus. Aber damit fangen wir nicht an. Wir müssen da anfangen, wo wir im Moment sind. Und im Moment ist es so, dass wir einfach Glück erlangen wollen, das ist völlig legitim. Aber der sich da vorstellt, Glück erlangen zu wollen, das ist noch von Unwissenheit geprägt. Das heißt, wir nennen das befleckte Einstellung. Wir können aber nicht anders als mit befleckter Weisheit sozusagen anfangen. Irgendwann kommen wir dann in meditative Stufen, wo das umschlägt und wir völlig unbefleckte Weisheit erlangen. Wir haben dann Wünsche, die überhaupt nicht geprägt sind von Egozentrik, sondern tatsächlich darüber hinausgehen. Aber das sind ganz, ganz hohe Stufen. Im Moment kommt es mehr darauf an, dass wir unsere ganz normalen Wünsche ein bisschen mehr mit der Realität in Einklang bringen, durchaus auch mit der Rationalität, mit dem Intellekt und uns deutlich machen, es ist besser, anderen Leuten zu helfen, als ihnen zu schaden. Es geht mir dann auch selber besser und es ist auch besser, nicht so viel Sachen haben zu wollen, sondern auch mal verzichten zu können, zufriedener zu sein, geduldiger zu sein. Das nennen wir die sogenannte Methode im Buddhismus. Dazu kommt dann die Weisheit, wo man analysiert, wie diese Dinge da überhaupt letztlich existieren. Aber diese letztliche Ebene ist sehr, sehr schwer zu verstehen, geschweige denn zu erfahren. Und trotzdem müssen wir ja schon etwas tun. Und wir nähern uns aber dieser unbefleckten Weisheit, indem wir befleckte Formen von heilsamer Aktivität durchführen. Zum Beispiel mal ganz konkret, wenn ich freigebig bin, wenn überhaupt mal, ja, dann stelle ich mir da einen ganz konkreten, unabhängige Person vor, die jetzt freigebig ist.
Die Person existiert zwar, aber nicht in dieser konkreten, unabhängigen Form, wie ich mir das im Moment vorstelle, in einem unwissenden Geist. Trotzdem ist diese Handlung der Freigebigkeit befreiend, sie ist positiv. Und wenn ich das sehr oft mache, werde ich irgendwann sogar erkennen, wie ich letztlich existiere. Aber ich muss im Moment auf eine Art freigebig sein, die noch nicht völlig erleuchtet ist. Auch das, was ich da gebe und dem, was ich da gebe, erscheint mir noch anders, als es eigentlich existiert. Trotzdem ist es zweifellos eine positive Handlung. Wir nennen das heilsame Handlung. Heilsam ist nicht das gleiche wie unbefleckt. Es gibt heilsam befleckte Handlungen oder befleckt heilsame Handlungen. Und wir sollten die auf jeden Fall durchführen. Auch wenn wir wissen alle, dass auch unsere positiven Handlungen, zumindest wenn wir genau aufpassen, durchsetzt sind, auch mit egozentrischen Aspekten. Aber wenn wir das vermindern, ist das positiv. Ich halte zum Beispiel auch nichts davon, dass manchen Leuten gesagt wird, wie nennt man das noch, wenn Leute andere pflegen und man sagt dann, das ist Helfersyndrom oder irgend sowas. Das ist nicht okay. Ich meine, es gibt Leute, die sind da wirklich sehr neurotisch in ihrem Verhalten und sie wollen nicht wirklich helfen. Aber es gibt ganz viele Helfer, die natürlich selber auch was davon haben, dass sie anderen helfen. Und das ist doch auch gut so. Das sollte man nicht diffamieren. Es ist nicht jeder gleich ein Heiliger, wenn er eine Krankenschwester oder ein Pfleger ist. Trotzdem ist es eine positive Handlung. Jeder von uns, der im Krankenhaus oder sonst Kranken hilft, tut heilsame Handlungen, die ihm sogar helfen werden, irgendwann die Erleuchtung zu erlangen. Es gibt allerdings Ebenen der Hilfe, die noch weitergehen. Das stimmt schon. Trotzdem sollten wir nicht darauf verzichten, das zu tun, was wir im Moment Gutes tun können, auch wenn wir mit der Weisheit noch nicht die vollständige letztliche Realität erkennen. Insofern ist es richtig, dass der Buddha zunächst den ganz normalen Wunsch hatte, die Erleuchtung zu erlangen, völlig legitim. Auch da war er auch noch nicht besonders weise. Und dann hat er durch das, was man dann tut, um die Erleuchtung zu erlangen, irgendwann eine Ebene erreicht, wo tatsächlich dieser Wunsch anders ist, als das bei uns ist. Nicht mehr so egozentrisch. Ich sagte ja eben schon vom Narzissmus her, irgendwann überwindet man diese narzisstischen Aspekte. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Also eine Triebkraft unserer Spiritualität ist im Moment auch Narzissmus. Das wird auch nicht anders sein können. Aber wenn wir an unserer Motivation arbeiten und ehrlich zu uns sind, kann das langsam weniger werden. Wenn wir entdecken, dass unsere Spiritualität auch narzisstisch ist, heißt das nicht, dass wir den Dharma aufgeben sollten, sondern wir sollten versuchen, das bewusst wahrzunehmen und schrittweise abzubauen. Es kann passieren, dass man nach vielen Jahren der Praxis plötzlich merkt, das war ja alles egozentrisch, was ich gemacht habe. Okay, wird wahrscheinlich der Fall sein, aber das heißt nicht, dass man die Praxis aufgeben sollte, sondern man sollte nochmal neu anfangen oder quasi es anders angehen. Wer war zuerst? Ich weiß nicht genau. Können Sie vielleicht noch was sagen über das Konzept von Reinkarnation und Karma? Können Sie das in der zweiten Hälfte? Das kommt in der zweiten Hälfte auf jeden Fall, aber ich werde es nicht in allen Einzelheiten ausführen können, aber grundsätzlich ist es so, ist es eine Grundlage des Buddhismus. Es fragte mal jemand den Dalai Lama, ob man auch Buddhist sein kann, ohne an Wiedergeburt zu glauben. Und er sagte, höchstens werdender Buddhist, aber so richtig vollständig nicht, weil das ist schon ein Aspekt, der im Buddhismus nicht einfach rausgelassen werden kann. Ich sprach eben von Therapie, ist gut und schön, man kann sich mit Buddhismus beschäftigen, auch wenn man sich eigentlich mehr für Psychologie interessiert. Aber wenn man dann Buddhist werden will, wird man sich zwangsläufig auch mit der Frage von Wiedergeburt und Karma beschäftigen müssen. Und das im Buddhismus bedeutet das, dass unser Geist tatsächlich in Form eines Kontinuums existiert, das schon seit anfangsloser Zeit existiert und auch nach diesem Leben weiter existieren wird. Und dieser Geist, der sich ständig fortsetzt, vielleicht vergleichbar mit einem Fluss am ehesten, als materielles Beispiel, so wie die Elbe ständig fließt, aber nie gleich bleibt, so ist auch unser Geist ständig vorhanden, bleibt aber nie völlig gleich. Und wenn man stirbt, dann löst sich der Geist vom Körper. Der Geist ist liiert mit einer Art Windenergie, von der ich vorhin schon sprach. In unserem Körper ist eine bestimmte feinstoffliche Energie, die wir vielleicht von der Akupunktur kennen oder vom Yoga und so weiter. Diese Energie trägt den Geist sozusagen. Das ist wie Pferd und Reiter. Das Pferd ist der Wind und der Reiter ist der Geist. Und wenn wir sterben, dann zieht sich diese Energie immer mehr zusammen. Die äußeren Gliedmaßen werden dann erkalten und so weiter. Und es zieht sich alles bis zum Herzen zusammen. Und dort ist dann noch eine ganz feine Energie zusammen mit einem sehr feinen Geisteszustand. Das begriffliche Denken hat dann schon aufgehört. Das ist nur noch ein sehr, sehr subtiler Geisteszustand des geistigen Bewusstseins. Und dieses Paar sozusagen, das trennt sich vom Körper
Und dann tritt tatsächlich der Tod ein. Körper und Geist sind getrennt. Und man geht in einen Zwischenzustand ein, eben das Bardo, Zwischenzustand, was ja auch im tibetischen Totenbuch zum Beispiel erläutert wird. Gibt es auch gerade eine sehr gute Neuübersetzung, wenn Sie das interessiert. Und dann wird dieser Zwischenzustand Körper und Geist, der sucht quasi eine neue Wiedergeburt. Und im Falle dessen, dass man wieder als Mensch wiedergeboren werden kann, man kann auch in anderen Daseinsformen geboren werden, würde bei der Empfängnis sozusagen dann das Zusammenkommen, die Substanzen der Eltern und dieses Zwischenzustandswesen, dieser feinstoffliche Körper und Geist, und diese treffen zusammen und dann haben wir ein neues Lebewesen, das aber tatsächlich in gewisser Weise eine Fortsetzung oder zumindest beeinflusst ist von der letzten Existenz. Weil dieses Wesen nimmt auch das Karma, das heißt die Handlungen aus der Vergangenheit mit sich, die Potenziale. Das heißt, das, was man in der Vergangenheit getan hat und was man jetzt tut, in jedem Moment, hinterlässt ein bestimmtes Potenzial im Geist. Und dieses Potenzial geht nicht einfach von selber zunichte, sondern entweder es wirkt sich in Form von Glück oder Leid aus, oder es wird vernichtet in Form durch Reue oder ja, hauptsächlich durch Reue bei negativen Handlungen oder in Form bei positiven Handlungen, indem man zornig ist und solche Dinge. Dadurch wird das vernichtet. Ansonsten wird das Karma im Geist bleiben und irgendwann heranreifen unter bestimmten Umständen. Und dann erleben wir in einem Leben Glück oder Leid, wo wir im ersten Moment nicht wissen, was die Ursache dafür ist. Oder wir sagen, das ist zufällig. Oder so. Aber tatsächlich aus buddhistischer Sicht hat alles, was wir erleben, seine Gründe. Einerseits das karmische Potenzial in uns und andererseits Umweltbedingungen, die dann aufeinandertreffen. Aber auf jeden Fall ist dass die Existenz in einem nächsten Leben sehr stark geprägt von den Verhaltensweisen des vorherigen Lebens. Und so geht es immer weiter und so kann man eben auch Buddhaschaft erreichen. Wenn der Prozess kontinuierlich zum Heilsamen geht, kann das tatsächlich immer positiver werden bis hin zur Erleuchtung. Aber bedeutet das, wenn ein Kind geboren wird und es hat zum Beispiel Eltern, die es misshandeln, ist es selbst dann schuld? So kann man es nicht sagen. Es treffen immer verschiedene Aspekte zusammen. Die Tatsache, dass man überhaupt misshandelt wird, muss auch einen inneren karmischen Grund haben. Dazu kommt dann das Fehlverhalten der Eltern. Diese beiden treffen aufeinander. Und dann kommt es zu diesem Leiden. Die Eltern haben volle Schuld jetzt im rechtlichen Sinne. Also ich weiß nicht, welche Misshandlungen sie im Einzelnen sprechen, aber wenn da wirklich Fehlverhalten vorliegt, dann ist das die volle Schuld der Eltern. Sonst müsste man nach buddhistischer Sicht ja auch alle juristischen Aspekte aufgeben, aber das ist natürlich Unsinn. Aber gerade wenn man im Leben, es geht auch um einen selber, wenn man merkt, man hat im Leben Schwierigkeiten durch andere erlebt, ob es nur Eltern sind oder andere, sollte man sich doch klar machen, dass zwar einerseits was Äußeres auf einen zukommt, aber es gibt auch immer eine innere Dimension, durch die man dieses Leiden erlebt. Bei anderen Fällen sehen wir das auch offensichtlicher. Wenn ich selber ein sehr ungeduldiger Mensch bin, dann macht mir alles Mögliche unheimlich viel Leiden, was anderen Leuten ziemlich egal ist. Wenn mich zum Beispiel jemand beleidigt, und ich bin sehr ungeduldig, dann werde ich ein intensives Leiden verspüren. Wenn ich dagegen geduldig wäre, dann könnte mir jemand sonst was sagen und es würde sogar noch die Kraft meines Mitgefühls stärken vielleicht. Das heißt, es ist ein innerer Aspekt dabei, wenn wir Leiden erleben. Sogar unser Körper ist durch Karma geprägt und deshalb, was wir erleben im Leben, hat auch immer mit uns selber zu tun. Das sagen alle Religionen, dass es letztlich auch irgendeine innere Ursache dafür geben muss, was uns geschieht. Zumindest wenn man merkt, man kann es sowieso nicht ändern, die äußere Sache, dann bleibt einem sowieso nur der Blick nach innen, um zu schauen, wie man von innen her was ändern kann. Es gibt Dinge im Leben, die kann man ändern, die sollte man sofort ändern. Und andere Dinge, die kann man nicht ändern, da kann man nur noch mit Geduld reagieren oder mit spirituellen Vorgehensweisen. So sagt ein großer buddhistischer Meister, wenn man eine Sache ändern kann, braucht man sie nicht aufzuregen, dann ändert man sie halt. Wenn man sie nicht ändern kann, braucht man sich auch nicht aufregen, weil man kann sie nicht ändern. Das hört sich im ersten Moment etwas drollig an, aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und wenn wir feststellen, dass das Glück und Leid, das werde ich in der zweiten Stunde drauf kommen, entscheidend von uns selber geprägt ist, dann haben wir auch den Schlüssel in der Hand, um wirkliches Glück zu erlangen. Weil dann sind wir nicht mehr so abhängig von der Außenwelt. Aber es betrifft sowohl Glück als auch Leiden. Es gibt äußere Faktoren, die bei uns Glück und Leid auslösen. Aber wenn ich das innerlich nicht habe, das Potenzial, kann ich es nicht erleben.
Zum Beispiel, wie sollte ich Glück erleben, wenn jemand schön Klavier spielt, wenn ich nicht mehr hören kann? Oder wenn ich keine Ahnung von Musik habe, habe ich auch keinen besonderen Genuss. Ne? Jetzt im Positiven, kann ich eine Sache nur wirklich genießen, wenn ich auch innerlich eine Qualität entgegenbringe, wodurch ich das genießen kann. Im Negativen muss es so sein, wenn mich etwas schaden kann, dann muss es ein gewisser innerer Impuls bei mir geben, wodurch mir das so schadet. Meistens erleben wir sowieso, dass wir Leiden erleben, weil wir irgendeine Sache unbedingt haben müssen oder irgendwas nicht haben wollen. Und dadurch erleben wir Leiden, wenn wir damit konfrontiert sind. Wenn wir nicht so geprägt werden von Hass und Gier, dann würden uns die meisten Dinge keine Leiden zufügen können. Aber man sollte immer sehen, dass der Buddhismus nicht sagt, alles kommt nur durch Karma, sondern die Außenwelt ist durchaus verantwortlich. Auch wenn man politisch was ändern kann, soll man das tun. Nur man wird auch Sachen erleben, wo man nichts ändern kann. Auch im Politischen und auch im Persönlichen. Es wird Leute geben, die werden sich noch so sehr bemühen, reich zu werden, und sie werden nicht reich werden. Da muss irgendeine innere Kraft sein. Oder wenn man krank wird zum Beispiel, bleibt einem auch nicht viel übrig. Da kann man meckern und sagen, warum werde ich krank, was soll das? Aber letztlich muss man geistig damit umgehen. Dann. Das hilft einem nicht, wenn man dann nur die Ärzte beschimpft, weil sie einen nicht heilen können oder so. Und im Geistigen, im Psychischen ist es vielleicht noch klarer. In der Therapie sehen wir doch ganz deutlich, dass Menschen leiden und glücklich sind aufgrund ihrer inneren Strukturen. Und das hat sehr viel mit Karma zu tun. Aber das enthebt keineswegs der Außenwelt ihrer Verantwortung, sich vernünftig zu verhalten. Das ist natürlich klar. Und wenn man diese Außenwelt positiv beeinflussen kann, auf einer ganz groben Ebene, dann ist das natürlich nur allzu legitim und positiv. Buddhismus ist nicht gegen Politik oder so. Im Gegenteil, wir wissen vom Dalai Lama, dass er alles dafür tut, damit politisch sich etwas verbessert. Nur Erleuchtung werden wir nicht erlangen, allein durch äußere Verbesserung. Das ist nicht möglich. Wir erleben leider auch, dass oft Revolutionen stattfinden, die Regierung ausgetauscht wird und die nächste noch schlimmer ist als die vorherige. Wir haben auch Ideologien erlebt, die dachten, allein durch die Umwandlung der materiellen Verhältnisse ein echtes Glück herstellen zu können. Aber wenn die Menschen sich geistig nicht verändern, ist das nicht möglich. Es ist nur ein Austausch. Die einen nennen sich dann irgendwie Kommunisten, die anderen Faschisten, aber letztlich sind sie von der Struktur gleich. Sie sind eben machtgierig und so weiter. Das hat keinen Sinn. Aber wenn wir vernünftig sehen, es ist gut, wenn wir hier und da helfen und wenn wir ökologisch Dinge mehr ins Gleichgewicht bringen oder mehr für den Frieden tun können, dann sollten wir das unbedingt tun. Gerade im Mahayana-Buddhismus ist es ganz entscheidend. Da ist der Aspekt, dass man ganz konkrete Hilfe durchführt, sehr im Vordergrund. Den Begriff Dharma noch mal etwas mehr? Ja, Dharma ist in Asien allgemein der Begriff für das, was wir vielleicht Religion nennen. Ob es nun voll austauschbar ist, schwer zu sagen. Eben in dem Fall spreche ich hier von Buddha-Dharma. Das ist halt der Dharma, den der Buddha gelehrt hat. Wir könnten auch von christlichem Dharma sprechen, sozusagen. Wenn wir davon ausgehen, dass das Christentum eine vernünftige Religion ist, die tatsächlich positiv auf den Geist der Menschen einwirkt, dann ist das Dharma. Weil Dharma ist in seinem letztlichen Wesen das, was eine positive Veränderung des Geistes bewirkt. Ich habe in groben Zügen schon öfter gesagt, dass man eben weniger egozentrisch ist, ist vielleicht das Wesen der Religion, eine gewisse Umkehr des Geistes, wo man nicht immer nur auf sich guckt, sondern mehr auch auf die anderen oder auch mehr eben von der Egozentrik fernkommt. Wenn das durch irgendwas gelingt, dann ist das Dharma. Wobei echter Dharma meistens auch etwas zu tun hat mit etwas, was über dieses Leben hinausgeht. Das heißt, sonst wäre es halt nur Therapie oder so, sondern es geht schon um Ziele wie endgültige Ziele. Es geht um, was nach dem Leben kommt und wo wir herkommen. Diese endgültigen Fragen. Das Wort Dharma kommt eigentlich von halten. Das heißt, das Bild im Indischen ist, dass man irgendein Geschirr hat, mit dem man aus dem kochenden Wasser irgendwie Gemüse oder so herauszieht. Das heißt, aus dem Kochenden etwas herauszunehmen. Dieses Wasser ist ein Symbol wahrscheinlich für unseren verwirrten Geist und die Unruhe, das Leiden, den Sansara. Und durch Dharma kann man quasi uns herausholen. Oder der Buddha holt uns aus diesem kochenden Wasser heraus, mit Hilfe von Dharma. Aber es ist ein sehr weiter, es gibt allein 10 verschiedene Bedeutungen von Dharma im Sanskrit. Das kann man sehr genau studieren. Manchmal heißt Dharma auch Phänomen.
Und manchmal, ja, Dharma hat sehr, sehr viel Bedeutung. Aber den Begriff, den Sie wohl im Moment meinen, manche sagen auch Gesetz und so. Hm? Aber was Sie im Moment meinen, ist wahrscheinlich das, was wir als Religion bezeichnen. Wobei der westliche Ausdruck Religion ja auch sehr tiefgründig ist. Das heißt, Zurückbindung oder so etwas. Hm? Muss man sich dann drüber nachdenken, woran man sich bindet. Das Wort Yoga kommt ja auch vom Ähnlichen. Das heißt, es hat direkt miteinander zu tun. Yoga heißt ins Geschehen nehmen oder sowas. Hm? Meiner Meinung nach hängt das alles damit zusammen, dass unser falsches Bild von dem, was das Ich ist, sozusagen korrigiert wird durch ein korrektes Selbstbild und damit auch Weltbild. Ne? Dass irgendwie die Unwissenheit, in der wir sind, korrigiert wird und wir in das Geschirr der Realität gesetzt werden, sozusagen, oder uns in die Realität eingliedern, wo wir offenbar nicht drin sind. Ich glaube nicht, dass wir da schon mal drin waren, aber christlich gesehen oder so könnte man sagen, dass wir aus Gott herausgefallen sind und da zurückkommen, oder wie auch immer man das sieht, auf jeden Fall, da sind bestimmt Parallelen. Also aus buddhistischer Sicht ist Christentum sicherlich Dharma, obwohl der Ausdruck hier im Westen nicht benutzt wird. Es gibt allerdings den Ausdruck des wahren Dharma und des nicht wahren Dharma. Also jemand, der behauptet, das wäre Dharma, aber es funktioniert gar nicht, das ist nicht wahrer Dharma. Sanatana Dharma heißt das. Also es gibt Leute, die vorgeben, Religion zu praktizieren und zu lernen. Das ist genau das Gegenteil. Zum Beispiel fundamentalistische Strömungen oder so etwas sind genau das Gegenteil von Dharma. Aber wir müssen immer sehen, dass es nicht der Fehler von Dharma oder von Religion ist, sondern Menschen bringen ihre Strukturen, ihre egozentrischen Strukturen in die Religion hinein und agieren sie dort teilweise aus. Und dadurch sehen wir dann im Fernsehen alle möglichen Erscheinungen von Leuten, die in religiösen Kleidern und so weiter herumlaufen, aber in Wirklichkeit nur Verwirrung stiften. Aber sollten deshalb nicht unser Vertrauen auf den eigentlichen Dharma verlieren. Es besteht wohl kein Zweifel, dass Jesus oder Buddha, vielleicht auch Mohammed, dass sie grundsätzlich so etwas gelehrt haben, dass man anderen Leuten schaden soll und so weiter. Parteiisch sein sollte und so weiter. Im Gegenteil, es geht darum, toleranter zu werden, offener. Es geht auch gar nicht so sehr darum, dass die eigene Richtung sich durchsetzt, sondern es geht mehr darum, dass allgemein auf der Welt Dharma sich verbreitet, wenn man es gut meint mit anderen Leuten. Sie sprachen die Sanskrit-Wurzeln dazu an. Das würde mich noch interessieren, die anderen Bedeutungen außer Gesetz und Phänomen jetzt. Das sind schon wesentliche. Da muss ich selber nochmal in die Bücher gucken. Wir haben das hier im 7-jährigen Studium gemacht, das wir auch durchführen, da eben auf Sanskrit Dharma eben, auf Tibetisch Chö, und das hat sehr, sehr viel Bedeutung. Zum Beispiel gibt es die Bedeutung Dharma, da teilen wir allgemein alle Phänomene ein. Und Phänomen ist das, was sein Wesen trägt, ja? Deshalb auch tragen. Ja? Die Grundwurzel ist Dhara, halten. Und eben Dharma im Sinne von Phänomen bedeutet, jedes Phänomen trägt ja sein Wesen in sich. Wie auch immer, aber auf jeden Fall grundsätzlich trägt ja jedes sein Wesen mit sich. Deshalb sprechen wir auch von tragen, aber in einer ganz anderen Bedeutung. Ja, deshalb kann man dann. Und teilweise wird es auch als Weg oder Gesetz etwas frei übersetzt. Ne? Und dann eben als Religion, wobei das Wort Religion eben sehr schwer zu übersetzen ist. Da. Die anderen müsste ich nachgucken, aber es geht so in diese Richtung. Ich hoffe, Sie entlassen mich da. Aber wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, hier länger zu studieren, nicht nur einen Nachmittag, ja, sondern 5 Jahre oder 7 Jahre. Dann kriegen Sie die etymologischen Bedeutungen von Worten sind außerordentlich tiefgründig und hilfreich, ob es nur im Deutschen ist oder im Sanskrit oder im Tibetischen. Also mir hat das oft sehr geholfen, Religiosität, egal ob das jetzt den Buddhismus oder das Christentum betrifft, einfach für mich innerlich besser aufzuschlüsseln. Auf jeden Fall. Ganz allgemein, Philosophie. Jeder Philosoph hat seine eigene Art, Worte zu gebrauchen. Man muss auch rauskriegen, wo die Worte ihren Stamm haben. Und Worte sind oft gefrorene Weisheit sozusagen. Also in diesen Worten ist es erstaunlich, wenn wir allein das Wort Leidenschaften im Deutschen sehen. Ne? Das sagt eigentlich schon alles. Ne? Aber auch sonst, im Tibetischen ist es so, dass jedes Wort auch etymologisch eine Bedeutung hat, die auch zu verstehen ist. Sogar jeder Name einer Person. Ne? Zum Beispiel, was wir Buddha sagen, ist im Tibetischen Sangye, das heißt entwickelt und überwunden. Ne? Das heißt, man hat die positiven Eigenschaften voll entwickelt, die negativen überwunden. Ne? Oder Gendyn, Sangha sind diejenigen, die nach dem Heilsamen streben oder so. Und eben Dharma habe ich schon drüber gesprochen. Aber es lohnt sich bei jedem
jedem Dharma-Begriff, jeder religiösen Terminologie darüber nachzudenken, was da wörtlich gesagt wird. Und in den Schriften ist es auch meistens so. Es wird zunächst ein Begriff vorgestellt, er wird definiert und dann wird seine etymologische Bedeutung erklärt. Darin liegt schon fast alles. Und dann kommt die Einteilung. So sind die philosophischen Schriften meistens. Wenn man zum Beispiel das Studiengebiet Dharma hätte, dann würde erstmal Dharma als Wort dargestellt, dann würde es definiert, dann würde die etymologische Wurzel erklärt, eventuell auch eben gleichlautende Begriffe oder Synonyme eben. Und dann werden wir eine Einteilung finden. Das ist eine sehr kluge Art, die Dinge zu lernen. Dieses Studium ist wirklich da sehr hilfreich. Und das kann man dann in der Meditation benutzen, dann hat man klare Vorstellungen von dem, was man da eigentlich lernt und meditiert. Damit weniger Zweifel. Ja? Eine Frage habe ich noch, Sie reden von zwei verschiedenen Strömungen des Buddhismus, dem Mahayana und dem Hinayana. Da möchte ich gerne mal wissen, gibt es da wirklich konkrete Unterschiede zwischen den beiden, das Entwicklungstechnische und wie sehen die dann aus? Ja, sind verschiedene Aspekte. Grundsätzlich, wenn ich von dem Wort Dharma spreche, eben ist es eigentlich eine Sache, die zeitlos ist. Also man sagt, der Buddha hätte einen alten Pfad wiedergefunden. Und von den 1000 Buddhas dieses Zeitalters ist der Buddha der vierte, sagt man, Buddha Shakyamuni. Dann kommt der nächste und so weiter. Also 1000, aber auch das ist nur in einem bestimmten Äon. Das heißt, und wie gesagt, wenn ich sage, Christentum ist auch Dharma oder andere Religion, können wir davon ausgehen, dass zumindest oft im Universum da auch Religion gelehrt wird. Es gibt allerdings lange Phasen, wo die Wesen keine Religion zur Verfügung haben. Wir sollten den Wert von Religion sehen. Und wenn wir an diese Welt jetzt schauen, dann gibt es erst seit 2500, 3000 Jahren sogenannte Hochreligionen, die also das Mitgefühl und die Weisheit in den Mittelpunkt stellen. Und wenn man die Entwicklung evolutionär sieht, ist das schon ziemlich kurz, ne? Also es ist nicht selbstverständlich, was wir da im Moment zur Verfügung haben, sei es nun Christentum oder Buddhismus, sondern es ist ein außerordentliches Privileg, das zu haben. Also Religion selber ist in gewisser Weise zeitlos, aber dann der historische Buddhismus, der Buddha hat diesen Ausdruck nie benutzt natürlich, sondern hat vom wahren Dharma gesprochen oder eben, ja, auf jeden Fall, der machen wir natürlich historisch jetzt fest an der Erleuchtung des Buddha. Gibt es ein bisschen Diskussion, wann das genau war, aber man kann so 500 vor Christi kann man ungefähr festlegen. Damit ist eben der Buddhismus als Tradition, wie wir ihn jetzt kennen, 2500 Jahre alt. Und es ist im Buddhismus niemals negativ gesehen worden, dass es verschiedene Strömungen gibt. Weil der Buddha lehrt so, dass jeder das kriegt, was er im Moment vertragen kann, wie es wörtlich heißt. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Ebenen des Dharma. Wir sprachen eben auch von Therapie. Der Buddha kann auch als Therapeut auftreten und einem erstmal lehren, wie man seine Paranoia erstmal beruhigt. Und dann wird nicht gleich die Erleuchtung lehren, sondern erstmal diese Mittel lehren. Wenn er die Absicht hat, einen letztlich zur Erleuchtung zu führen, ist das dann sogar ein religiöser Weg. Man kann es auch davon abkoppeln. Und genauso hat der Buddha wahnsinnig viele Samenkörner ausgelegt, wie es auch im Reich Gottes Parabel von Jesus wörtlich heißt. Jesus lehrt genauso. Er gibt einigen diese Sachen, einigen andere. Und wir sollten uns keine Probleme machen, weil jetzt plötzlich offensichtlich verschiedene Lehren nebeneinander stehen, sondern wir werden sehen, dass sie eine höhere Einheit haben, dass einige Lehren für die gedacht sind und einige für die. Der Buddha lehrt wörtlich einigen Leuten ein bestimmtes Ziel, das er anderen gegenüber relativiert oder sie zu einem höheren Ziel führt. Wir haben wörtlich Aussprüche des Buddha, wo nahezulegen scheint, dass dies und dies das letztliche Ziel ist. Und in einem anderen Sutra sagt er dann was anderes. Und es hat eben den Sinn, dass er denen, die im Moment eine Veranlagung zu dem Ziel hatten, das gelehrt hat. Und andere, die schon weiter sind, hat er ein anderes Ziel angegeben. Vor allem auch bei der Besprechung des sogenannten abhängigen Entstehens, das heißt, was die letztliche Ebene der Phänomene überhaupt ist, hat er ganz viele Ebenen gelehrt. Genau wie wir in der westlichen Philosophie sehr viele Ebenen von Tiefgründigkeit finden werden, wo die unteren Ebene zwar nicht völlig falsch ist, aber letztlich doch von der höheren relativiert wird. Auch zwischen Newton und Einstein ist ein Unterschied, obwohl Newton nicht schlecht ist, aber es gibt ja noch andere Ebenen. Und so lehrt auch der Buddha. Und wir glauben auch, dass von der Motivationsseite her der Buddha verschiedene Aspekte lehrt. Und deshalb gibt es zum Beispiel Hinayana und Mahayana. Hinayana ist wörtlich, Yana ist übrigens auch ein Wort, das wichtig ist, das heißt Fahrzeug. Das, was einen zu einem anderen Ufer bringt, wörtlich, oder wie ein Schiff über den Strom. Und Hinayana heißt wörtlich kleines Fahrzeug. Und Mahayana heißt großes Fahrzeug. Manche Interpreten, auch Wissenschaftler, denken, es bezieht sich auf die Anzahl der Leute, die da drauf rumlaufen. Das
So ist es nicht. Sondern es geht um den eigenen Geist. Der eigene Geist ist ein Fahrzeug. Wenn ich ein bestimmtes Maß von Verantwortung tragen kann, bin ich ein kleines Fahrzeug, was ja auch schon ein Fahrzeug ist. Wenn ich einen großen Verantwortung tragen kann, in diesem Fall für sämtliche Wesen, dann bin ich ein Mahayana, ein großes Fahrzeug. Es entscheidet sich in meinem eigenen Geist, nicht danach, in welchem Land ich geboren werde oder wo ich praktiziere, sondern wenn mein Geist die Verantwortung trägt für mein eigenes Wohl, zur persönlichen Erleuchtung sogar schon, dann ist man ein echter Hinayanist. Das ist eigentlich ein sehr hohes Ziel. Das bedeutet, dass man ein echter Buddhist ist, wirklich Zuflucht genommen hat und dann Mittel ergreift, um den eigenen Geist wirklich zu befreien von Leidenschaften und so weiter. Und großartige Sachen. Und im Hinayana ist auch das Mitgefühl ganz im Zentrum der Praxis. Nur im Mahayana geht es noch weiter, dass man das eigene Wohl völlig hinten anstellt und nur das Wohl der anderen im Auge hat. Man hat eine so große Verantwortungskraft, dass man nur an das Wohl der anderen denkt. Das ist ein Mahayanist von der wirklichen vollständigen Definition her. Und deshalb gibt es zwei Strömungen im Buddhismus, die eben auch beide völlig legitim sind. Eben die eine, die mehr um die eigene Erleuchtung kreist und die andere, die hauptsächlich an der Erleuchtung der anderen interessiert ist. Wobei man dabei aber automatisch die eigene Erleuchtung mit erlangt. Man könnte da jetzt viel drüber sagen. Das Ziel des Hinayana ist die sogenannte Arhatschaft. Das ist die persönliche Befreiung von allen Leidenschaften. Das Ziel des Mahayana ist die Buddhaschaft. Letztlich will man das gleiche Ziel erreichen wie der historische Buddha selber. Und natürlich gibt es viele, die sagen, das ist gar nicht möglich. Und die würden dann natürlich mehr einen Hinayana-Pfad anstreben. Oder man strebt sowieso, viele Buddhisten streben auch nicht direkt die Erleuchtung an, das sollten wir nicht glauben. Sie streben an, ein gutes Leben zu führen, damit sie eben in späteren Geburten auch ein gutes Leben haben und weiter vorankommen können. Ich denke, das ist das normale Ziel der meisten Buddhisten, dass sie denken, es gibt Karma und Wiedergeburt, also muss ich mich anständig verhalten und anderen keinen Schaden zufügen, weil der Buddha deutlich gemacht hat, dass es mir selber auch Leiden zufügen wird, und den anderen natürlich auch. Deshalb lasse ich das und ich hoffe, dass ich dadurch eine recht gute Geburt kriege und vielleicht irgendwann so weit bin, dass ich wirklich das direkt das Nirvana anpeilen kann. So gibt es viele, viele Ebenen. Dann gibt es die Bodhisattvas, die eben direkt die Buddhaschaft anstreben. Sie haben wirklich die Einstellung, was nützt mir die eigene Erleuchtung, wenn alle anderen unerleuchtet bleiben. Das interessiert mich eigentlich gar nicht, sondern es interessiert mich nur die Erleuchtung der anderen. Vielleicht können wir sagen, diese Einstellung von Jesus ist eine typische Mahayana-Einstellung, komplett sein eigenes Wohl für das andere zu opfern. Wobei Buddhisten aber nicht glauben würden, dass es für Jesus wirklich für Schaden, zum Schaden wäre. Wenn man diese Einstellung hat, kann einem eigentlich gar nichts mehr passieren. Ja, aber das nur grundsätzlich. Es sind verschiedene Stufen der Praxis. Zumindest aus tibetischer Sicht bauen sie aufeinander auf. Jeder von uns fängt mal an, indem man eine Einstellung entwickelt, sich überhaupt dafür zu interessieren, was nach dem Tode kommt, dann sich für Nirvana zu interessieren vielleicht und irgendwann sogar hauptsächlich an das Wohl der anderen zu denken. Das sollte aufeinander aufbauen. Das ist der sogenannte Lamrim, der Stufenweg zur Erleuchtung, den der Dalai Lama auch lehren wird, im Oktober in der Nähe unseres Klausurhauses bei Schneverding. Und da wird man diese Stufen des Pfades genau kennenlernen, wie man zunächst die Einstellung entwickelt und die und die. Es gibt heute auch hauptsächlich zum Beispiel Strömungen. Es gibt ja nicht nur Hinayana, Mahayana, sondern innerhalb derer tausende von Strömungen. Aber die wichtigsten sind heutzutage eben Theravada, weil Hinayana eben kleines Fahrzeug gilt bei einigen als negativ. Deshalb benutzt man da etwas feiner den Ausdruck Theravada. Und dann gibt es Zen-Buddhismus und dann gibt es tibetischen Buddhismus. Das scheint im Moment die Hauptströmung zu sein. Aber es gibt auch in Japan noch zahllose Unterschulen. Und es gibt überhaupt keine Bestrebung, die alle gleich zu machen, sondern es gilt als hervorragend, dass es so viele Schulen gibt, die sicherlich alle gute Buddhisten sind. Es kommt nur darauf an, was für einen selber im Moment als Praxis wohl am geeignetsten ist. Auch innerhalb des tibetischen Buddhismus gibt es zumindest 4 Hauptschulen, viele Unterschulen und so weiter. Es gibt wahnsinnig viel Philosophien. Das ist alles kein Fehler, sondern das ist ein Reichtum. Es mag einige geben, die keine so guten Buddhisten sind und die es dann benutzen, um sich von anderen abzugrenzen und sogar schlecht über die zu reden, aber eigentlich ist das, sollte man erkennen, dass der Buddha wollte, dass es so viele Strömungen gibt, damit jeder das kriegt, was er braucht. Vielleicht gibt es innerhalb dieser Strömung eine Hierarchie, da kann man drüber reden, ob es irgendwelche Praktiken gibt, die tatsächlich die höchsten sind und andere anfängliche. Das wird natürlich jeder irgendwo glauben, sonst wird er das ja nicht machen, was er macht.
Es sei denn, er bescheidet sich einfach und sagt, mehr kann ich im Moment nicht.